Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal will ich feststellen, wo wir uns einig sind. Wir sind uns einig, dass der Bahnverkehr und das Schienennetz in Nordrhein-Westfalen zu fördern ist und das ganz ausdrücklich auch bei den NE-Bahnen, also den nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Wir sind uns auch einig, dass jedenfalls für unsere Fraktion gilt, dass die Einschätzung, dass die zinslosen Darlehen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, eine richtige ist. Wir sind uns allerdings überhaupt nicht einig in Bezug auf Ihre ansonsten zu Selbstlob dahinschmelzenden Äußerungen, Herr Rehbaum und Herr Kollege von der FDP, weil Sie gehen in der Sache an der Tatsache vorbei. Vielleicht ist es Ihnen nicht klar, aber wir haben im Jahr 2013 und im Jahr 2012 in der Tat die Mittel massiv aufgestockt, 2011 und 2012, und nicht 2012 abgeschafft, sondern erst 2013 auf zinslose Darlehen umgestellt. Also da sollten Sie sich in Ihrem Antrag noch mal vergewissern, damit Sie die richtigen Jahreszahlen benutzen. Und das Zweite ist, vielleicht ist Ihnen das auch nicht aufgefallen, zu den Zeiten der schwarz-gelben Regierung von 2005 bis 2010 ist genau die NE-Förderung abgeschafft worden, 2008, 2009, 0. Das heißt also, Sie rühmen sich da ein Stück weit einer Vergangenheit, wenn Sie das so tun, wie Sie es eben gemacht haben, die faktisch nicht vorhanden war. Fakt ist, als wir die erste Periode, nämlich die Minderheitsregierung, gehabt haben, da haben wir von 1 Million auf 3,5 und dann auf 4,3 Millionen aufgestockt. Sie können das noch mal an den Haushaltszahlen von damals nachvollziehen. Im Übrigen weiß ich das deswegen so genau, weil da werden Sie dann jetzt weniger begeistert sein. Den Hinweis will ich Ihnen auch noch mal geben. Das ist umgeschichtet worden aus der Förderung der Luftfahrt hin zu der Förderung des Schienenverkehrs. So, das ist die Faktenlage gewesen. Und die Sache, die man jetzt tatsächlich bemängeln kann, ich sage das noch mal, ist die Frage der zinslosen Darlehen. Nur darf ich daran erinnern, Sie und Ihre Fraktion waren es zu der Zeit, die an allen möglichen Stellen auf den Prüfstand stellen wollten, Förderungen, und die damals gefordert haben, dass die Landesregierung, die übrigens eine ganz andere Haushaltslage hatte als die jetzige Landesregierung, sparen sollte. Und deswegen ist damals im Zuge dieser Sparbemühungen umgestellt worden auf zinslose Darlehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind außerordentlich dafür, dass man NE-Bahnen fördert. Deswegen werden wir trotz des ganzen Brimboriums, das Sie um Ihren Antrag herum gestaltet haben, und trotz der richtigen Hinweise des Kollegen der SPD, dass wir eigentlich mit den Haushaltsvoraussetzungen ja schon die entsprechende Förderung faktisch beschlossen haben, heute dem Antrag zustimmen. Wir werden allerdings sehr genau darauf achten, was Sie denn letztlich daraus wie fördern. Das Wort Infrastrukturmaßnahmen taucht an einer Stelle auf, wo man nicht unbedingt den Schienenverkehr dahinter vermuten muss. Deswegen seien Sie sicher, wir prüfen dann jetzt ganz genau, welche Firmen, welche Schienennetze werden am Ende damit gefördert und werden dann gegebenenfalls die Angelegenheit wieder aufrufen. Bis dahin allerdings hoffen wir, dass Sie Wort halten und die NE-Maßnahmen tatsächlich auch fördern. Schönen Dank.